legendären Silverstone, wo 1950 der allererste Grand Prix der F1-Weltmeisterschaft stattfand. Genau, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Projekt mit dem Aston Martin Team. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schreibt gerne weiter fleißig in die Kommentare. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und damit geht es los. So, da gehen wir zur Qualifikation. Und vorab kann ich gleich sagen, wir haben uns ein wenig mehr versprochen, was wahrscheinlich nicht rauskommen wird am Ende des Tages. Ich hätte fast dafür wetten können, dass beide Autos in die Top 10 vielleicht fahren können müssten nach den zwei Upgrades. Wird doch aber deutlich enger, wie man jetzt schon hier sehen kann, trotz Verkehr. Das kann nicht wahr sein. So, meine beiden schicke ich direkt raus. Ich hoffe, dass wir in Q2 auf jeden Fall kommen. Alles andere wäre ein Desaster mit den beiden Upgrades. Das darf nicht passieren. Oh, das ist nicht gut genug. Wir rutschen komplett raus. Sind die Upgrades in die falsche Richtung gegangen? So, dann geht es an den Rennstart. Und ich habe mal geguckt, wir müssen im Punkto Höchstgeschwindigkeit einiges tun. Da hängen wir sehr hinterher. Das Startsignal erlischt und los geht's. Bin trotzdem geschockt, dass unser Plan nicht aufgegangen ist. Trotz Verbesserungen. Ein guter Start für Piastri letzten Endes. Naja. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. So erfolgreich im letzten Rennen. So enttäuschend bei diesem. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Jupp, und mit Platz 13 und 16 müssen wir uns leider zufrieden geben. Ein akzeptables Ergebnis, aber eigentlich muss da noch ein Tick mehr gehen. Aber wir werden das einfach mal beobachten. Für uns sieht es ja bis jetzt nicht schlecht aus. Dahin, tschüss und ciao.